der wahrscheinlich nützlichste Tipp von allen ist, wie man einen BH zu einem Kostüm umfunktioniert. Und zwar zu einem Stubenfliegenkostüm. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und ich dachte mir, ich mache den Videoanfang jetzt einfach mit diesem kleinen Ding hier an meiner Seite, weil es mich nicht in Ruhe lassen will. Ich habe heute 12 Dinge für dich, die jede Lady da draußen wissen sollte. Der ein oder andere Trick dürfte auch ganz hilfreich sein für die Jungs da draußen. Ich habe mich zusammengetan mit Marie bzw. Snookyful. Den einen Teil seht ihr jetzt in meinem Video, den anderen dann am Ende verlinke ich das in ihrem... Hey, ja, du süßes Ding. Los geht's! Hallo, ich bin Marie vom YouTube-Kanal Snookyful und ich freue mich total, heute hier zu Gast sein zu dürfen. Wir haben uns Mühe gegeben, Tipps rauszusuchen, die man noch nicht in 100.000 anderen Videos gesehen hat. Und ich würde sagen, ich rede nicht lange drum rum, sondern fange direkt an mit meinem ersten Hack. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich persönlich hasse Pinselwaschen, Beautyblender waschen. Das dauert einfach nämlich 100 Jahre und dann ist am Ende doch noch irgendwie Seife drin oder ist nicht richtig sauber geworden. Ein Trick, den ich da richtig praktisch finde, ist, den Beautyblender über Nacht in ein Glas mit Wasser und Seife einweichen zu lassen. Ich nehme da ganz gerne die seifenfreie Waschlotion von Balea, also die nehme ich generell gern zum Pinselreinigen. Und dann lässt man das da einfach stehen. Der Beautyblender kann sich voll saugen und das ganze Make-up geht raus, der ganze Ekel. Das Wasser sieht am nächsten Tag richtig scheußlich aus. Ihr nehmt den Beautyblender einfach raus, wascht ihn nochmal unter fließendem Wasser ab und legt ihn dann zum Trocknen hin. Geht mega schnell und der Beautyblender ist sauber. Kennst du das, diese Menschen, die einfach in jedem Jogginghosen, Oversize-Shirt perfekt aussehen? Ich nenne sie auch liebevoll die Tumblr-Menschen. Sieht dann so aus und wenn ich dann versuche, den Look irgendwie nachzustylen, dann kommt das dabei raus. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Und genau für solche Fälle ist dieser Hack sehr praktisch. Nimm dir einfach 1, 2, 3 oder 4 Sicherheitsnadeln und pin die in die Seitenränder, in die Nähte rein vom Shirt. So machst du das Shirt nicht kaputt. Und dann raffst du das Shirt auf die Sicherheitsnadel. Und dann siehst du schon, hast du an den Seiten so ein bisschen mehr Form drin. Und das ist auch ein nettes Detail, diese Raffung. Und auch von vorne sieht es einfach taillierter aus, ohne total figurbetont zu sein. Also ich finde, das hat immer noch so einen lässigen Vibe an sich. Da hast du praktisch ein T-Shirt und kannst es auf 2 verschiedene Arten tragen, ohne ein weiteres kaufen zu müssen. Und wir wissen ja, wie sehr ich so etwas liebe. Spare, spare, spare. Wer kennt das Problem nicht? Man möchte seine Schuhe anziehen, die haben jetzt eine helle Gummisohle irgendwie. Und die sehen aber einfach so aus, dass man sie zu entsprechenden Anlässen nicht anziehen kann. Jetzt hat man natürlich keine Zeit mehr, die Schuhe in die Waschmaschine zu schmeißen. Übrigens kann man das auch nicht mit allen Schuhen machen. Was ich da super praktisch finde, ist ganz einfach Nagellackentferner. Ihr tränkt ein Wattepad einfach mit Nagellackentferner und wischt damit diese Gummisohle unten ab. Müsst da, je nachdem wie alt der Dreck ist, ein bisschen rubbeln und das geht so einfach und mega schnell. Viel besser als mit Wasser und Lappen oder so. Ich würde an eurer Stelle nur darauf achten, dass ihr vielleicht acetonfreien Nagellackentferner verwendet. Nicht, dass das Aceton dann irgendwie noch das Material von dem Schuh angreift. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine super schnelle Last-Minute-Möglichkeit, die Schuhe zu putzen. Dieser hysterische Moment, wo du zum Beispiel deinen Schwarm wieder getroffen hast, deiner besten Freundin jedes Detail auf die Sprachbox sprichst, weil sie wieder mal nicht rangeht, dann guckst du kurz auf die Uhr und merkst plötzlich, oh mein Gott, du hast ihn angerufen statt sie. Das kann dir natürlich auch bei Business-Telefonaten oder sonstigen Nachrichten auf Sprachboxen passieren. Und hier ist die Lösung. Du klickst einfach Raute. Um zu löschen, drücken Sie die 3. Oh yes, und schon ist die Nachricht gelöscht. Ist gerade für mich besonders praktisch, weil ich mich oft verquassele. Wenn ihr genau wie ich das Problem habt, dass euch schwindelig wird, wenn ihr zu schnell aufsteht, sprich ihr denkt so und es wird so von außen her ein bisschen schwarz, ihr taumelt und müsst kurz einen Moment stehen bleiben, dann kann ich euch nur den Tipp geben, ganz, ganz fest den Bauch anzuspannen. Dass man Kreislaufprobleme bekommt, wenn man zu schnell aufsteht, kann ganz normal sein, hat einfach mit der Schwerkraft und dem Blutdruck zu tun. Und indem ihr eure Bauchmuskeln anspannt, kann man das Ganze wieder so ein bisschen regulieren. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, wenn ihr so krasse Blutdruckbeschwerden und Kreislaufprobleme habt, dass ihr vielleicht sogar schon mal ohnmächtig geworden seid, nehmt nicht diesen Tipp als Maß aller Dinge, sondern dann solltet ihr vielleicht lieber einen Arzt aufsuchen. Ansonsten ist das eine super schnelle, einfache Möglichkeit, aufzustehen und direkt loszulegen und nicht erst so dieses
ich sehe nichts zu haben. Der wahrscheinlich nützlichste Tipp von allen ist, wie man einen BH zu einem Kostüm umfunktioniert. Und zwar zu einem Stubenfliegenkostüm. Nee, jetzt mal serious business hier. Ich zeig dir, wie du einen trägerlosen BH fixieren kannst. Ganz oft rutscht der ja immer runter oder klappt so ein bisschen nach vorne. Verwend einfach einen BH-Träger, den du hinten reinsteckst und führe ihn vorne am Brustkorb bei den Bügeln entlang. Steck ihn dann auf der anderen Seite wieder fest und schon hast du so ein BH-Unterband quasi, das du auf die Bügel drauflegst und schon ist alles super fixiert. Klappt nicht vor, rutscht nicht runter und hält jede Shake-Einlage aus. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir unbedingt mal in die Kommentare, welcher Hack dir am meisten weitergeholfen hat. Vielleicht sehen wir uns auch in einem Video, das ich mit Marie noch gemacht habe. Wenn ihr mehr sehen wollt, solltet ihr jetzt hier klicken auf dieses schöne Fensterchen. Dann kommt ihr zu meinem Video. Da zeigen wir euch zum Beispiel, wie ihr einen kaputten Fingernagel reparieren könnt, wie ihr Wildlederschuhe richtig putzt und so weiter und so fort. Also wenn ihr Lust auf noch mehr Tipps habt, vergesst nicht, jetzt hier vorbeizuschauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann gleich dort oder in meinem nächsten Video. Tschüss.